Sind wir einsamer als je zuvor? Die Wissenschaft sagt nein. Sie ist eine grausame Plage der Menschheit, die einfach nicht auszurotten ist. Viele Menschen glauben sogar, dass wir einsamer sind als je zuvor. Angeblich sorgen die zunehmende Digitalisierung unserer Welt und der immer stärker werdende Trend der Individualisierung dafür, dass wir uns immer einsamer fühlen. Eine Gesellschaft, die schon fast alles automatisiert hat, was man nach derzeitigem Wissensstand automatisieren kann, entfremdet sich voneinander sukzessive. So weit, so nachvollziehbar. Doch jüngste Forschungsergebnisse und ein Blick zurück auf die Entwicklung unserer Gesellschaft zeigen ein anderes Bild. Wir werden nicht einsamer, wir sind es bis zu einem gewissen Grad immer schon gewesen. Dieses Missverständnis wäre somit ausgeräumt. Ein paar andere, die zum Thema Einsamkeit immer noch hartnäckig kursieren, klären wir in unserem heutigen Video. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Einsamkeit betrifft nicht nur Alleinstehende. Der erste Mythos, der dringend entzaubert werden sollte, ist dieser. Viele Menschen denken, wer allein lebt, ist automatisch einsam. Und der Umkehrschluss lautet demnach, wer umgeben von einer Partnerschaft, einer Familie und Freunden ist, kann gar nicht einsam sein. Beides ist falsch und zeichnet ein trügerisches Bild der tatsächlichen Lage. Es gibt viele Menschen, die am liebsten wie einsame Wölfe ihre Bahnen ziehen. Sie sind es vielleicht sogar von Kindheit an gewohnt, ihre eigene, beste Gesellschaft zu sein und vermissen daher nichts. Viel schlimmer steht es um die scheinbar bestens Integrierten, die täglich umgeben sind von Familie und Freunden und dabei innerlich nur Leere und Kälte spüren. Nummer 2. Der Mensch braucht andere Menschen, aber die richtigen. Es stimmt schon, dass wir Menschen als soziale Wesen und Gruppendynamiker konzipiert worden sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Mensch allein die Evolution, die hinter uns liegt, nicht überlebt hätte. Auch heute noch genießen wir innerhalb einer Gruppe die Vorteile, die uns daraus entstehen. Menschen sind eine gute Sache für uns, aber sie sind kein Allheilmittel gegen Einsamkeit. Ein toxischer Partner oder eine manipulative Freundin können mehr Schaden als Nutzen anrichten. Ja, wir brauchen den geselligen Austausch und Kontakt zu anderen, aber zu den richtigen anderen. Nummer 3. Die Schuld liegt immer bei uns. Es hilft alles nichts. Einsam macht uns nicht die Gesellschaft, der Job oder eine schlimme Kindheit. Wir sind es, die uns einsam machen. Entweder haben wir die falschen Entscheidungen getroffen oder die falschen Menschen in unser Leben geholt. Wir haben es aber Gott sei Dank jeden Tag in der Hand, an dieser Schraube zu drehen und etwas daran zu ändern. Vielleicht müssen wir mit einer Entschuldigung beginnen, wenn wir an alte Bindungen wieder anknüpfen wollen. Oder einen Crashkurs in Sachen Umgangsformen absolvieren. Wir sollten und dürfen es jedoch nicht kategorisch ausschließen, dass der Grund für unser einsames Dasein bei uns zu suchen ist. Nummer 4. Wer sich einsam fühlt, ist es auch, egal was andere sagen. Niemand kann in einen anderen Menschen hineinblicken. Es mag uns manchmal kurios erscheinen, wenn ausgerechnet Filmstars, Musiker und gefeierte Personen des öffentlichen Lebens offen bekennen, einsam zu sein. Auch Menschen aus unserem Umfeld würden wir dieses Geständnis gerne in Abrede stellen. Vor allem jenen, die in unseren Augen alles und noch mehr haben, um ein glückliches Leben zu führen. Trotzdem, Einsamkeit ist für Außenstehende nicht sichtbar. Sie ist der unsichtbare Gast im Leben vieler Menschen, wo wir sie am allerwenigsten vermuten würden. Nummer 5. Einsamkeit ist nicht gleich Einsamkeit. Es gibt verschiedene Spielarten von Einsamkeit, die nicht zwangsläufig identisch miteinander sind. Wer sich inmitten von vielen Menschen isoliert und nicht zugehörig fühlt, muss das nicht zwangsläufig auch in den eigenen vier Wänden so empfinden. Manchmal ist Einsam auch nur ein altersbedingtes Empfinden, das mit den Jahren kommt oder geht.
Manche Menschen bezeichnen sich bereits als einsam, wenn sie 2 oder 3 Tage lang keine unterhaltsamen gesellschaftlichen Termine wahrnehmen. Wieder andere empfinden sich gerade dort als ausgeliefert und losgelöst von der breiten Masse. Was wir darunter verstehen, wenn wir uns als einsam empfinden, ist so individuell wie wir. Nummer 6. Die Epidemie der Einsamkeit ist definitiv ein Mythos. Forscher beschäftigen sich schon seit Jahrzehnten mit dem Thema Einsamkeit. In den letzten Jahren geisterte vermehrt die Schlagzeile durch alle Medien, wir durchlebten eine wahre Epidemie der Einsamkeit. Der Grund? Die Zahl der Single-Haushalte stieg rasant an. Die Scheidungsquote war und ist so hoch wie nie zuvor. Und immer mehr Menschen proben den Rückzug in die digitale Welt von Social Media, Computerspielen und Online-Foren, anstatt ihr Glück in der analogen Welt zu finden. Doch einsamer als früher sind wir nicht. Nummer 7. Ändere dich selbst, wenn du dein Leben ändern willst. Wie das meiste in unserem Leben, was uns stört, ist auch die Einsamkeit eine Do-it-yourself-Angelegenheit. Wer unzufrieden mit seinem Lebensgefühl ist, muss dringend etwas ändern. Nicht an der Welt oder der Gesellschaft, sondern an sich selbst. Wir hören nur das aus dem Wald heraus, was wir hineinrufen. Unser heutiges Fazit: Einsamkeit ist kein Fluch, sondern eine Entscheidung. Wir möchten dir das traurige und brutal ehrliche Fazit zum neuesten Stand der Forschung in Sachen Einsamkeit nicht vorenthalten. Es ist nicht die Schuld der Gesellschaft oder der anderen, wenn wir uns einsam fühlen. Wie jedes Gefühl beginnt auch dieses in uns selbst. Der nächste Schritt in die falsche Richtung ist unsere Erwartungshaltung an unser Umfeld. Nicht jeder muss uns mögen und nicht jeder wird uns mögen. Aber wie wir auftreten und wie wir auf andere zugehen, liegt zu 100% bei uns. Die meisten Menschen denken, Einsamkeit sei ein Fluch, der sie aus irgendwelchen Gründen getroffen hat. Das ist sie nicht. Getroffen haben wir eine ganze Reihe falscher Entscheidungen, die uns in Summe haben einsam werden lassen. Wir haben die richtigen Menschen vergrault oder uns für die falschen entschieden. Möglicherweise aber haben wir einfach das passende Umfeld noch nicht gefunden oder sind dem entwachsen, in dem wir uns einst zugehörig fühlten. Das Leben ist ein dynamischer Prozess. Wenn wir nicht auf der Strecke bleiben wollen, müssen wir mit ihm mitgehen. Ob wir diesen Weg allein bestreiten oder in Gesellschaft, bleibt uns überlassen. Viele von uns bleiben lieber allein und sind glücklich damit. Entscheide selbst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.